Hallo und herzlich willkommen zu BR24 Live. Schön, dass ihr dabei seid. Heute hat in München ein vielbeachteter Prozess begonnen. Angeklagt ist Andrea Tandler, die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Die Unternehmerin soll im Corona-Jahr 2020 Lieferverträge für Atemschutzmasken zwischen einem Schweizer Unternehmen und verschiedenen Behörden des Bundes und der Länder vermittelt und dafür Provisionen in Höhe von mehr als 48 Millionen Euro erhalten haben. Darum geht es in diesem Prozess nicht, sondern darum, dass sie diese Einnahmen nicht ordentlich versteuert haben soll. Konkret geht es um 23,5 Millionen nicht gezahlte Steuern. Seit Januar sitzen Andrea Tandler und ihr Partner Darius N. in Untersuchungshaft. Heute nun ging der Prozess los. Die Staatsanwaltschaft München hatte die Anklage erhoben. Tandler wird Steuerhinterziehung in drei Fällen vorgeworfen. Und dazu haben wir euch eine Grafik vorbereitet, damit ihr das nochmal genau angucken könnt. Und zwar geht es im Einzelnen um nicht gezahlte Einkommensteuer von 8,7 Millionen, gemeinschaftlich hinterzogene Schenkungssteuer von 6,6 Millionen und Gewerbesteuerhinterziehung von 8,2 Millionen. Das macht insgesamt 23,5 Millionen Euro. Noch dazu kommt der Subventionsbetrug. Tandler hatte für ihre Werbeagentur Corona-Soforthilfen in Höhe von 9.000 Euro beantragt. Wir schalten jetzt mal live in unser Münchner Landgericht. Dort steht Christoph Arnowski, unser Reporter, der sich das Verfahren genau anschaut und den Prozess von Anfang an begleitet. Christoph, die Staatsanwaltschaft hat als erstes die Anklage verlesen. Was steht da denn genau drin? Das sind genau genommen 12 Seiten. Das klingt nach relativ wenig, aber wie nicht anders zu erwarten. Und wir wissen ja, das deutsche Steuerrecht ist sehr, sehr kompliziert. Ist natürlich auch der Anklagesatz dann in den Details kompliziert. Ihr habt es ja schon gerade mit der Grafik auch angedeutet. Es geht um Steuerhinterziehung von drei verschiedenen Steuerarten. Ich will mal versuchen, nochmal die Kernvorwürfe der Staatsanwaltschaft an Frau Tandler und den Mitangeklagten Darius N. ganz kurz zusammenzufassen. Der erste Vorwurf ist, dass die beiden eine Briefkastenfirma gegründet haben, und zwar in Grünwald. Und die Staatsanwaltschaft sagt aber, die Geschäfte wurden in Wirklichkeit in München abgewickelt und diese Firma, die sie in Grünwald angemeldet haben und dann dort auch Gewerbesteuer gezahlt haben, die habe praktisch nur auf dem Papier gestanden. Sie hätten sich mit 20 anderen Firmen einen Büroraum geteilt, der 15 Quadratmeter groß ist, und die Staatsanwaltschaft glaubt, viele Anhaltspunkte zu haben, dass die Geschäfte aber tatsächlich alle von München angebahnt wurden. Jetzt fragt man sich vielleicht, was macht das für einen Unterschied, ob München oder Grünwald? Viele, die da mal mit der Straßenbahn rausfahren, die merken gar nicht, dass die Landeshauptstadt verlassen und in eine eigene Gemeinde kommen. Aber Grünwald ist sowas wie ein Steuerparadies. Das ist zwar nicht die Cayman-Insel oder auch die Jersey-Inseln, die man ja als Steuerparadiese kennt, wo man praktisch gar keine Steuer zahlen kann, aber Gewerbesteuer wird in Grünwald, ist der Gewerbesteuersatz viel niedriger als in München, etwa nur halb so hoch. Und wenn man etwas in München hätte als Gewerbesteuerpflichtiger versteuern müssen, hätte man eben doppelt so viel Steuern zahlen müssen. Das ist mal der erste Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der zweite Vorwurf ist, diese Firma wurde auch zu einem Zeitpunkt überhaupt erst ins Handelsregister eingetragen und gegründet, als schon ein Großteil der angeklagten Geschäfte und der daraus resultierenden Steuersummen, die dann eben aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht entrichtet wurden, als es diese Firma noch gar nicht gab. Also oder andersrum, also die Firma wurde zu spät gegründet, nämlich erst zum 1. April 2020, und die Geschäfte, die hier im Gerichtssaal heute Gegenstand sind, die sind alle zwischen dem 3. März und dem 31. März 2020 abgewickelt worden. Da sagt also die Staatsanwaltschaft, auch wenn es eine Briefkastenfirma ist, aber die Firma hat gar nicht existiert, und deshalb hätte die Frau Tandler das in München als zum Teil Gewerbesteuerpflichtige, aber auch zum Teil als Einkommensteuerpflichtige zahlen, die Steuern entrichten müssen. Auch da muss man sich nochmal ins Gedächtnis rufen. Es geht ja um viele Millionen Steuerschuld. Da ist der Steuersatz nahe bei 48%, während Gewerbesteuer sich irgendwo zwischen 15% und 25% bewegt. Also auch dadurch habe Frau Tandler in großem Maß, wie es die Staatsanwaltschaft gesagt hat, Steuern verkürzt. Und der dritte Vorwurf ist noch, dass sie einen Teil ihrer Provisionen an den Mitangeklagten Darius N. geschenkt habe. Und dadurch wäre Schenkungssteuer fällig geworden, und das hätten auch Frau Tandler und der Darius N. nicht gezahlt. Das sind mal die drei Kernvorwürfe der Staatsanwaltschaft.
Wir haben die beiden ja gerade schon in unserer Off-Matz gesehen. Hat sich Frau Tandler selber oder Darius N. schon zu den Vorwürfen geäußert? Die Verlesung der Anklageschrift, die hat nicht einmal 30 Minuten gedauert. Dann wurden noch zwei Nachfragen vom Gericht gestellt und dann war es etwa 9:45. Der Prozess hatte um 9 Uhr begonnen. Da wurden erstmal ein paar Formalien vom Gericht geklärt, familiäre Verhältnisse, Wohnort etc. von den beiden Angeklagten. Und dann hat Frau Tandler begonnen mit ihrer Einlassung. Das heißt, sie hat über ihre Anwältin erklären lassen, dass sie vollumfänglich zu allen Vorwürfen Stellung nehmen wird. Und das macht sie jetzt seit etwa 9:45. Es gab jetzt nach einer Dreiviertelstunde kurz 5 Minuten Pause. Also Frau Tandler ist noch lange nicht am Ende mit ihrer Sicht der Dinge, wie sie die Anklage beurteilt. Aber sie hat damit angefangen. Das ist in solchen Prozessen eigentlich wirklich, ich habe schon sehr viele solche Prozesse als Reporter begleitet, total ungewöhnlich. Meistens machen ja die Angeklagten von ihrem Recht Gebrauch zu schweigen. Frau Tandler und ihre Verteidigung machen das anders. Und ich will jetzt mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, die wesentlichen Punkte, die bisher Frau Tandler vorgebracht hat. Sie hat also erstmal vorweg gesagt, dass sie sich gut vorstellen kann, dass die Öffentlichkeit aus ihrer Sicht ein völlig falsches Bild von ihr habe. Sie sei also eine raffgierige Unternehmerin, die keine Steuern zahlen wollte. Dieses Bild muss ja von ihr in der Öffentlichkeit aufgrund der Berichterstattung im Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag, muss ja existieren. Und sie will jetzt aber dieses Bild ihren eigenen Worten zufolge eben korrigieren. Sie hat von ihrer Kindheit erzählt. Da hat sie auch einmal ihren Vater erwähnt, Gerold Tandler, den langjährigen Spitzenpolitiker der CSU in Bayern. Er war ja nicht nur CSU-Generalsekretär, hat auch mehrere Ministerämter bekleidet. Er war Finanzminister, er war Innenminister, er war Wirtschaftsminister in mehreren Kabinetten. Dazwischen war er Fraktionschef im Bayerischen Landtag, also ein sehr einflussreicher Politiker. Als sie auf ihre Eltern zu sprechen gekommen ist und eben berichtet hat, dass es für sie in der Kindheit nicht so ganz leicht war. Als Politikerkind, da war sie zweimal den Tränen nahe. Aber dann hat sie sich wieder sehr gut gefasst und hat dann vor allem in dem ersten Teil ihrer Einlassung, der bisher im Gerichtssaal zur Sprache kommt, versucht, den Vorwurf der Schenkungssteuer auszuräumen. Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass der Mitangeklagte Darius N., dem Beihilfe vorgeworfen wird, ihr Lebensgefährte ist. Und da hat Frau Tandler ganz entschieden gesagt, das weist sie zurück. Sie sind gute Freunde und Geschäftspartner, aber von einer Lebenspartnerschaft oder Lebensgemeinschaft könne überhaupt nicht die Rede sein. Und sie wäre auch, das hat sie auch fast wortwörtlich gesagt, sie wäre ja bescheuert gewesen oder durchgeknallt, so hat sie es formuliert, wenn sie ihm 13 Millionen Euro geschenkt hätte. Sondern sie hat versucht, aus ihrer Sicht nachvollziehbar zumindest darzustellen, dass diese ganzen Geschäfte, die da in unglaublicher Hektik abliefen ab dem März, dass sie das gar nicht alleine hätte bewältigen können und dass Darius N., den sie schon aus früheren Zeiten kannte, ihr dabei geholfen habe und dass sie alle wichtigen Entscheidungen zusammengetroffen haben. Also damit will sie mal den Vorwurf der Schenkungssteuer oder der Schenkungssteuerhinterziehung schon erstmal abräumen, weil sie sagt, da wurde nichts geschenkt, sondern die Provisionen, die sie und Darius N. bekommen haben, die waren eben deswegen auch aufzuteilen, weil eben beide bis zum Umfallen, so könnte man es formulieren, von früh bis spät gearbeitet haben. Sie hat auch dargestellt, dass zwar der Erstkontakt in die Politik natürlich von ihr aus ausgegangen ist. Sie hat sich bei zwei Bekannten gemeldet, wo sie wusste, dass die gute Kontakte in die bayerische Staatsregierung und nach Berlin haben, namentlich bei der Schwester des CSU-Bundestagsabgeordneten Stefan Mayer und beim CSU-Generalsekretär Martin Huber, dass dann aber in der Folge vor allem die Ministerien ständig auf sie zugekommen sind und gefragt haben, können Sie jetzt diese angebotenen Masken liefern, dass sie also geradezu von der Politik unter Druck gesetzt worden sei, diese Masken zu liefern. Das war im Wesentlichen, genau, ganz grob gesagt mal, das Wichtigste aus ihrer bisherigen Aussage. Da bin ich ja mal gespannt, was da noch alles bei rauskommt. Wie hat sie denn bei ihrer Verteidigung gewirkt? War sie eher souverän in dem, was sie vorgetragen hat? Oder hattest du das Gefühl, dass sie eher die Verteidigungshaltung eingenommen hat? Das ist eine spannende Frage, die wir als Gerichtsreporter immer gestellt bekommen. Und der erste Eindruck ist, wenn die beiden Angeklagten reinkommen,
Die haben jetzt keine Anzüge angehabt, keinen, wie man es oft so von Wirtschaftsstrafverfahren kennt, wo dann die Angeklagten eben als angeklagte Manager kommen. So schauen die erstmal optisch überhaupt nicht aus, die beiden. Ja. Aber dann, als Frau Tandler begonnen hat zu sprechen, der Mitangeklagte Darius N. wird sich ja erst später äußern, auch er will sich allerdings nur über seinen Anwalt einlassen zu den Vorwürfen, hat man plötzlich gemerkt, dass auch ich als Reporter, oder ich kann das mal für mich sagen, vieles von Frau Tandler nicht gewusst habe, dass die zum Beispiel zwei abgeschlossene Studien hat, dass sie schon eine relativ erfolgreiche Geschäftsfrau war. Das hat sie alles sehr, sehr souverän vorgetragen. Sie hat vom Blatt abgelesen, sie hat es nicht freigesprochen, aber es ist ja auch eine lange Strecke, die sie da reden muss und da will sie sicher nichts Wichtiges vergessen. Das kann man also nachvollziehen. Sozusagen wirklich nahe gegangen, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist es nur, als sie zweimal auf ihre Eltern zu sprechen kam und auf ihre Kindheit, da war sie wirklich den Tränen nahe, aber sonst wirkt sie sehr souverän und man kann schon sagen, aus ihrer Sicht ist zumindest das, was sie bisher geschildert hat, auch nachvollziehbar, auch wenn es natürlich in völligem Widerspruch zu dem steht, was ihr die Staatsanwaltschaft vorwirft. Aber entscheidende Fragen wie zum Beispiel die Frage dieser Briefkastenfirma, ja, warum hat sie in Grünwald so einen Büroraum angemietet und hat dann weiter von München aus gearbeitet, wie es die Staatsanwaltschaft zumindest darstellt. Dazu hat sie bisher noch keine Stellung genommen. Das passiert wohl jetzt im Moment oder in der nächsten halben, dreiviertel Stunde. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aus der Sicht ihrer Verteidigung, als ich dann nochmal schon vorab nachgefragt habe, was sie denn dazu sagen wird, zu diesem Briefkastenfirmenvorwurf, hat man mir nur gesagt, schauen Sie doch sich den Artikel von der SZ an, da wurde auch ausdrücklich erwähnt und die SZ kennt die Anklageschrift im Gegensatz zu allen anderen und auch die ganzen, die SZ hat einfach glänzende Kontakte in die Münchner Staatsanwaltschaft, das muss man an dieser Stelle mal sagen, die uns leider nicht zur Verfügung stehen, hat auch ausdrücklich betont, dass es auch entlastende Dinge gibt. Also da müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Im Moment kann man noch überhaupt nicht aussagen, wie dieses Verfahren hier ausgehen wird. Das ist das Stichwort. Das Verfahren geht ja jetzt noch eine ganze Weile. Also es gibt noch einige Prozesstage. Wie lange läuft das Ganze und wann wird eventuell mit einem Urteil gerechnet? Also es sind zunächst jetzt 8 weitere Verhandlungstage angesetzt. Heute wird wahrscheinlich Frau Tandler noch den ganzen Tag die Sicht ihrer Dinge schildern. Dann könnte es sein, dass es schon mit dem heutigen Verhandlungstag vorbei ist. Vielleicht kommt auch noch der Anwalt des Mitangeklagten zu Wort. Und dann sind verschiedene Zeugen geladen. In dem Fall ist auch noch wichtig festzustellen, dieses Verfahren hat ja vor allem so ein großes mediales Interesse, weil eben die Tochter eines ehemaligen sehr einflussreichen CSU-Politikers auf der Anklagebank sitzt. Wir haben es am Anfang ja schon mal angesprochen. Aber bisher sind aus der Politik keine Zeugen geladen. Also auch diese ganzen Vorwürfe, dass da möglicherweise Amigosumpf und Korruption etc., was ja auch die Opposition im Landtag sehr stark gespielt hat, diese Karte, das scheint hier im Verfahren keine Rolle zu spielen. Zumindest sind da bisher keine Zeugenladungen bekannt. Und man weiß nie, wie es bei Gericht weitergeht, aber bisher 8 Verhandlungstage bis Mitte November. Am 17. November könnte das Urteil fallen. Herzlichen Dank, Christoph Arnowski, schon mal für diesen ersten Eindruck und für diese Informationen. Wir werden auf alle Fälle bis zum Schluss dranbleiben und uns in der Hinsicht bestimmt auch noch einige Male sehen und hören. Herzlichen Dank. Ja, und dass der Prozess beschäftigt euch User natürlich auch. Wir haben einige Kommentare von euch mal zusammengefasst. Unter anderem schreibt Bauernhasser, sind Politiker nicht verpflichtet, ihre Kontakte zum Wohle des Volkes zu nutzen? Eigennutz und Eigenwohl haben da hinten anzustehen? Oder spricht die Rechtslage da eine andere Sprache? Dann haben wir Merkur. Das ist leider eine der übelsten Geschichten aus der Corona-Zeit. Wer sich in der größten Gesundheitskrise mit Maskengeschäften rechtswidrig bereichert haben sollte, hat keine Nachsicht, weder rechtlich noch moralisch verdient. Deshalb ist dieses Strafverfahren auch so wichtig und notwendig. Und Johannes schreibt, Provisionen zu kassieren war legal, auch wenn das dem Rechtsempfinden vieler widerspricht. Nur korrekt versteuern muss man diese Einnahmen halt auch. Ob das passiert ist, wird das Gericht klären.
Genau, das wird das Gericht klären. Dafür, der Prozess dafür ist aufwendig vorbereitet worden. Eine steuerstrafrechtsspezialisierte Abteilung der Staatsanwaltschaft München hat sich zusammengetan mit der Steuerfahndung München. Am Ende der Ermittlungen stehen 40 Bände von Ermittlungsakten. Da fragen wir doch noch mal bei unserem Experten nach. Und zwar bei Professor Saliger von der LMU München. Genau, kurz vor dem Prozessbeginn wurde ja die Anklageschrift verlesen. Können Sie uns noch mal kurz sagen, was da drin steht? Der Hauptvorwurf besteht in dem Vorwurf der Steuerhinterziehung von Einkommensteuer, von Schenkungssteuer und von Gewerbesteuer im Umfang von insgesamt 23,5 Millionen Euro. Ein zweiter Vorwurf betrifft den Subventionsbetrug, also den Vorwurf, dass Frau Tandler rechtswidrig Corona-Soforthilfe im Jahr 2020 in Anspruch genommen hat und dabei die schon fließenden Provisionen aus den Maskengeschäften nicht angegeben hat. Können Sie uns Laien juristisch noch mal etwas einfach erklären, warum dieser Prozess so bedeutend ist oder so viel Aufmerksamkeit erreicht? Der Prozess ist aus zwei Gründen von großer Bedeutung. Zum einen natürlich die Prominenz der Beschuldigten. Frau Tandler ist die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs in Bayern mit besten Kontakten in die bayerische Politik. Zum anderen natürlich der Gegenstand der Geschäfte. Es geht um Maskengeschäfte im großen Umfang, 700 Millionen Euro, die Frau Tandler vermittelt haben soll, für die sie 48 Millionen Euro an Provisionen kassiert haben und davon 23,5 Millionen nicht ordnungsgemäß versteuert haben soll. Das sind Dimensionen, die in der Bevölkerung irritieren und den moralischen Vorwurf erheben, dass sich jemand zu Unrecht bereichert hat in einer nationalen Krise. Wir haben ja auch gerade von unserem Reporter Christoph Arnowski gehört, dass der Ort, an dem das Ganze stattgefunden hat, nämlich Grünwald, eine große Rolle spielt, weil der eine andere Gewerbesteuer bzw. überhaupt grundsätzlich eine Art Steuerparadies ist. Können Sie uns dazu noch mal etwas Konkreteres sagen? Jede Gemeinde hat aufgrund der kommunalen Autonomie das Recht, den Gewerbesteuerhebesatz selbst festzulegen. Zwischen Grünwald und der Stadt München gibt es da einen bedeutenden Unterschied. Der Gewerbesteuerhebesatz in Grünwald ist mehr als die Hälfte günstiger, nämlich bei 2,4 als in der Stadt München. Da liegt er bei 4,9. Deswegen ist es für Unternehmer attraktiv, Unternehmen in Grünwald anzumelden, um von diesem niedrigen Gewerbesteuer zu profitieren. Im Fall Tandler wird es deshalb auch entscheidend um die Frage gehen, ist die steuerliche Verbuchung von Frau Tandler, ist das noch legale Steuergestaltung, Steuervermeidung oder strafbare Steuerhinterziehung? Ist es denn so, dass Frau Tandler im Grunde, also wenn ich die Frage so stellen darf, sich eigentlich schon hätte denken können, dass vielleicht so etwas auf sie zukommt, wenn sie, wir haben das ja gerade auch schon mal gehört, dass offensichtlich diese Firma, über die sie diese Steuern versucht hat zu reduzieren, erst eingesetzt worden ist, nachdem diese ganzen Geschäfte eingetütet worden sind. Hätte sie sich denken können, dass so etwas auf sie zukommt, dass da vielleicht ein Vorwurf des Steuerbetrugs rauskommt? Man sieht an den einzelnen Gestaltungsformen, dass man offenkundig versucht hat, diese hohen Einnahmen mit einem möglichst geringen Steueraufwand für sich vereinnahmen zu können, dass man also versucht hat, legale Steuergestaltung zu betreiben. Allerdings kann man natürlich von dem niedrigen Gewerbesteuersatz in Grünwald nur tatsächlich profitieren, wenn die Firma, über die abgerechnet worden ist, tatsächlich ihren Sitz dort hat und keine Briefkastenfirma ist. Natürlich kann man Steuern über eine Firma nur
abrechnen, wenn sie im Fall der Vereinnahmung tatsächlich bestanden hat und nicht erst später gegründet worden ist. Das ist ja auch einer der Vorwürfe. Wenn das nämlich der Fall ist, dass sie erst später gegründet worden ist, dann hätten die Einnahmen eben über die Einkommensteuer von Frau Tandler versteuert werden müssen. Dann geht es ja auch noch um die Schenkungssteuer an ihren Partner oder Lebensgefährten. Sie sagt ja, es wäre nicht ihr Lebensgefährte gewesen. Inwieweit kann ein Gericht so etwas nachweisen, beziehungsweise was würde dann passieren? Die Frage, ob der Mitbeschuldigte der Lebensgefährte oder nur ein Geschäftspartner ist, ist wichtig für den Vorwurf der Hinterziehung der Schenkungssteuer. Denn wenn der Mitbeschuldigte der Lebenspartner gewesen sein soll und nicht in die Maskengeschäfte involviert hat, liegt es natürlich nahe oder lässt sich plausibilisieren, dass Frau Tandler ihrem Lebensgefährtin vielleicht auch Einnahmen in hohem Umfang schenkungsweise hat zukommen lassen. Die Frage, ob er bloßer Geschäftspartner oder der Lebensgefährte gewesen ist, das lässt sich in einem Prozess aufklären durch die Vernehmung von Zeugen, durch auch vielleicht jetzt die Einlassung schon von Frau Tandler oder auch die Einlassung des Mitbeschuldigten. Das lässt sich aufklären. Aber die andere Frage lässt sich auch aufklären, ob der Mitbeschuldigte Darius N. tatsächlich Leistungen in der Vermittlung der Maskengeschäfte erbracht hat und die Provisionen an ihn also leistungsbasiert sind und nicht schenkungsbasiert. Auch das lässt sich aufklären. Das ist eine tatsächliche Frage. Was glauben Sie denn, was dabei rauskommen könnte? Worauf müssen die beiden sich eventuell einstellen? Hier stehen Steuerhinterziehung einen besonders schweren Fall im Raum, denn die Gesamtsumme von 23,5 Millionen bildet unproblematisch einen besonders schweren Fall. Der BGH hat vor Jahren festgelegt, dass bei Steuerhinterziehung in Millionenhöhe Freiheitsstrafen nur noch ausnahmsweise zur Bewährung ausgesetzt werden können, wenn besondere Milderungsgründe vorliegen. Besondere Milderungsgründe sind etwa, wenn der Anteil der Hinterzogenen gegenüber den legal abgeführten Steuern nur gering ist. Es spielt eine Rolle, inwieweit die Beschuldigten geständig sind, wie sie sich nach der Tat verhalten haben, ob sie die Steuern zurückgezahlt haben. Liegen solche besonderen Milderungsgründe nicht vor, dann müssen die Gerichte Freiheitsstrafen ohne Bewährung, also mindestens 2 Jahre aufwärts, aussprechen. Frau Tandler reiht sich da ja ein in eine Reihe von anderen Prozessen, auch wenn das jetzt besonders hoch ist, worum es bei ihr geht. Aber Stichwort Koch und Schubeck oder auch Herrn Hoeneß vom FC Bayern. Kommt es einem nur so vor oder finden inzwischen häufiger solche Steuerbetrugsprozesse statt? Hat da irgendwie sozusagen die Moral die Gerichte dazu veranlasst, mehr gegen diesen Steuerbetrug zu tun? Also das Steuerstrafrecht hat in den letzten 20 Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren. 30, 40 Jahren sprach man immer von dem Steuersünder, von Steuervergehen als Kavaliersdelikt. Aber heute sind aus den Steuersündern Steuerverbrecher geworden und Steuerstraftaten werden hart sanktioniert. Dass immer wieder Prominente in den Fokus der Strafgerichte geraten, liegt einfach daran, dass die von Ihnen genannten Personen natürlich auch über enorme Einnahmen verfügen, Herr Hoeneß, Herr Schubeck. Und interessant ist ja auch, dass jetzt das Tandler-Verfahren genau vor der Strafkammer stattfindet, die auch im Fall Schubeck beurteilt hat. Und im Fall Schubeck ist ja ebenfalls eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung ausgesprochen worden. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Frank Saliger von der LMU München, für all diese Informationen. Wir haben ja schon gehört, der Prozess wird noch ein bisschen dauern. Wir werden uns bestimmt dazu noch einmal hören. Vielen Dank. Das war unser Stream zum Prozessauftakt gegen Andrea Tandler und ihrer Steuerhinterziehung wegen der Maskenaffäre. Bis November geht es vor dem Landgericht München weiter. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten und euch über alle weiteren Entwicklungen informieren. In der Zwischenzeit findet ihr alles bei uns in der App oder auf br24.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.